Schönen guten Abend zusammen. Mein Name ist Jan Heider von CapTrader. Ich darf Sie ganz herzlich zum heutigen Webinar begrüßen. Dann gehen wir jetzt also rein ins Webinar und zwar mit dem Thema Investieren in Megatrends. Heute haben wir ja die dritte Folge der fünfteiligen Reihe von und mit Jessica Schwarzer. Sie ist Buchautorin und gefragte Börsenjournalistin. Sind sehr froh, dass sie bei uns dabei ist und heute das Thema Digitalisierung total vernetzt abbilden wird. Und damit schönen guten Abend, Frau Schwarzer. Guten Abend. So, dann gebe ich doch direkt einmal Bild- und Tonrechte weiter. Hör mal, ob das alles Genau. geklappt hat. Der Man Bildschirm sieht ist schon mal mich. da, wunderbar. Jawohl, Da. Wunderbar. sieht wunderbar aus. Super, alles klar. Ja, herzlich willkommen. Einen wunderschönen Abend auch von meiner Seite. Heute geht es um die Digitalisierung, total vernetzt. Sie haben es gerade schon gehört. Ja, es gibt ja im Moment unheimlich viele vermeintliche Megatrends. Der Begriff wird ja fast schon inflationär benutzt. Und bevor wir deswegen jetzt in medias res gehen, möchte ich noch mal kurz erinnern, was denn eigentlich ein Megatrend wirklich ist, wie er definiert wird. Da gibt es nämlich eine ganz klare Definition. Und wer die letzten beiden Male schon dabei war, hat sie schon mal gehört. Aber ich glaube, es kann nicht schaden, wenn wir die noch mal kurz wiederholen. Megatrends, das ist ganz wichtig, sie verändern unser Leben, sie verändern unsere Gesellschaft und sie verändern unsere Wirtschaft. Und das unwiderruflich und langfristig. Das heißt, sie sind also echte Blockbuster des Wandels und sie müssen wirklich in allen Lebensbereichen auftauchen und dort Auswirkungen zeigen. Also nicht nur im Konsum, nicht nur in der Politik, nicht nur in der Ökonomie, sondern wie eingangs schon gesagt, Leben, Gesellschaft, Wirtschaft werden unwiderruflich und langfristig verändert. Langfristig heißt natürlich, es sind viele, viele Jahre. Ein Megatrend hat eine Halbwertszeit von mindestens 25 bis 30 Jahren. Manche haben auch viel, viel länger Halbwertszeiten. Und sie sind auch global. Also sie tauchen nicht nur in Europa auf oder nicht nur in Asien. Sie sind nicht überall gleich stark ausgeprägt, aber sie gehen schon um den ganzen Globus. Was waren Megatrends in den vergangenen Jahrzehnten, Jahrhunderten? Natürlich die Industrialisierung. Natürlich die Erfindung des Autos, unsere Mobilität und natürlich auch das Telefon und das Internet. Und damit sind wir ja im Grunde bei unserem heutigen Megatrend, nämlich der Digitalisierung. Da haben wir diese 25 bis 30 Jahre mindestens. Die Digitalisierung und das Internet gibt es ja nun schon fast 30 Jahre. Und da sehen wir eben, das ist wirklich ein globaler Treiber. Aber der hat sich natürlich über die Jahrzehnte, hätte ich beinahe Jahrhunderte gesagt, die wird es das Internet sicherlich auch noch geben, aber er hat sich über die Jahrzehnte, hat sich dieser Megatrend natürlich verändert. Er hat sich weiterentwickelt und zwar auch sehr stark. Und deswegen geht es heute bei dem Thema Digitalisierung nicht mehr nur darum, dass wir alle im Internet surfen können und uns Mails schicken. Es geht natürlich um viel, viel mehr. Die großen Treiber sind dann natürlich 5G, der neue Standard, Robotik, Cybersecurity, künstliche Intelligenz. Also Digitalisierung ist ja heute viel, viel mehr, als es eben das noch vor 20 Jahren war. Nochmal zurück zum Allgemeinen, was ein Megatrend ist. Die bieten natürlich jede Menge Chancen, aber eben auch Risiken. Und sie verändern natürlich unser Leben, unsere Gesellschaft. Man fragt sich natürlich bei vielen Megatrends, gerade bei denen, über die wir heute reden, auch, was passiert mit unseren Arbeitsplätzen. Beim Thema Digitalisierung geht es natürlich unweigerlich auch um Daten. Was passiert mit unseren Daten? Sind die sicher? Und da merkt man schon, es werden so kleinere und größere Revolutionen ausgelöst durch so einen Megatrend. Es gibt unheimlich viele Veränderungen und wir wissen alle, Menschen haben Angst vor Veränderungen. Aber langfristig profitieren Gesellschaften davon natürlich. Es geht ja um Fortschritt und wir können davon natürlich auch als Anleger profitieren. Ja, heute ist unser Thema Digitalisierung. Nochmal kurz der Blick auf die ganze Reihe. Wir haben angefangen mit der Demografie, der Mutter aller Megatrends, immer mehr Menschen auf der Welt. Wir haben weitergemacht mit Gesundheit und Ernährung. Das hängt ja auch sehr stark zusammen. Und heute geht es eben um die Digitalisierung. Weiter wird es gehen mit Urbanisierung und Infrastruktur. Und im Dezember enden wir dann mit der Mobilität der Zukunft.
Die ersten beiden Teile können Sie sich sehr gerne auf YouTube ansehen. Den heutigen Teil, wer nochmal nachhören möchte, natürlich auch. Es dauert ein paar Tage, aber dann ist auch der abrufbar. Also man kann da gerne nochmal nachhören. So, und nun legen wir los. Digitalisierung total vernetzt. Ich glaube, uns ist allen klar, dass man Digitalisierung nicht mehr aufhalten kann. In Zukunft werden immer mehr Menschen und immer mehr Maschinen miteinander kommunizieren. Sie werden miteinander arbeiten und sie werden auch miteinander leben. Viele Anwendungen, die da auf uns zukommen, hören sich jetzt noch so ein bisschen an wie aus einem Science-Fiction-Film. Aber vieles davon wird Realität. Manches ist in einigen Ländern auch schon Realität. Wir denken nur an den Roboter, das ist auch künstliche Intelligenz im Einsatz, der in Japan ist es, glaube ich, schon alte Leute pflegt zu Hause. Also das sind schon Sachen, die können wir uns noch gar nicht so richtig vorstellen oder wollen es vielleicht auch nicht. Also da ist schon sehr, sehr viel im Gange. Also wir werden immer, immer stärker vernetzt sein, immer, immer stärker wird digitalisiert. Und deswegen sagt man auch, dass die Digitalisierung nichts weniger ist als die vierte industrielle Revolution. Aber wir sehen schon heute, dass unsere Fabriken immer intelligenter werden. Da warten sich Maschinen selber. Roboter arbeiten mit Menschen zusammen, die tauschen sich richtig aus und ich jetzt befruchten sich gegenseitig, aber geben sich gegenseitig Impulse. Wir werden irgendwann in wahrscheinlich sehr naher Zukunft in intelligenten Städten, sogenannten Smart Cities, leben. Und da gibt es natürlich wahnsinnig viele Studien, die so einige Zahlen habe ich da mal mitgebracht. Juniper Research zum Beispiel, das ist ein US-Marktforschungsunternehmen, schätzt, dass schon 2022, was ja in 2 Jahren ist, oder anderthalb sind es noch nicht mal mehr, weltweit rund 50 Milliarden Objekte intelligent miteinander vernetzt sein werden. Und wir denken natürlich jetzt irgendwie an den Computer, an den Roboter in der Fabrik. Nein, wir reden von Smartphones und PCs. Wir reden eben von den Sensoren in den Industrierobotern. Wir reden aber auch von Autos, von Küchengeräten, also von eigentlich allem, was irgendwie elektrisch betrieben wird. Und dann ist da natürlich das Internet der Dinge, so nennt man das Ganze ja, was einfach extrem wächst. Und es gibt noch eine weitere Studie von IHS Market. Da heißt es sogar, dass die Zahl der vernetzten Geräte von heute 20 Milliarden, also von 2050 ist ja schon in 2 Jahren, aber bis 2025 sogar auf mehr als 70 Milliarden zunehmen wird. Also da kommuniziert dann doch scheinbar alles mit jedem. Und das ist natürlich einfach ein gigantischer Trend. Und da gibt es einen ganz großen Treiber, der das alles möglich macht, der das alles pusht und weiter voranbringt. Und das ist 5G. Das haben wir alle schon mal gehört. Das ist ein neuer Mobilfunkstandard. Und der wird natürlich die Industrie als erstes erfassen. Es wird weitreichende Auswirkungen geben auf viele Branchen und viele Unternehmen. Wir werden mit diesem neuen Kommunikationsstandard eine völlig neue vernetzte Welt haben. Die wird dadurch überhaupt erst möglich, und zwar aus 2 Gründen. Erstens ist 5G eine außergeordentlich zuverlässige, nahezu wartezeitfreie, also rasend schnelle und damit fast sofortige Kommunikation, sofortiger Austausch wird damit möglich. Und es ist wirklich ganz extrem, ich habe da mal Zahlen mitgebracht, die Zeit eines Signals zwischen dem Sender und dem Empfänger wird wirklich massiv verringert, und zwar bestenfalls 10 Millisekunden unter 4G auf weniger als 1 Millisekunde. Und wenn wir uns dann mal vorstellen, dass wir demnächst eine Welt haben, in der Fahrzeuge vollkommen autonom herumfahren, dann kann natürlich diese Minimierung dieser Kommunikationszeit, die kann natürlich wirklich auch lebensbedrohliche Situationen verhindern, weil das Auto eben ganz schnell das Signal bekommt und ganz schnell dann auch reagieren kann. Zweitens wird natürlich durch 5G auch die Dichte der Vernetzung dramatisch zunehmen. Ich habe es ja gerade schon gesagt, wie viele Geräte es dann wahrscheinlich mal sein werden. Es gibt dann noch eine andere Zahl, die kann man sich vielleicht besser vorstellen, von rund 100.000 Geräten pro Quadratkilometer unter dem 4G-Standard werden wir auf über 1 Million Geräte pro Quadratkilometer kommen. Also von 100.000 auf 1 Million Geräte. Das ist natürlich wirklich ein gigantischer technologischer Fortschritt. Und es sind eben so
Begriffe wie das schon genannte Internet der Dinge, Internet of Things, autonomes Fahren, Big Data, Roboterchirurgie. Das sind die, die wohl am meisten von dieser technologischen Entwicklung erstmal profitieren werden. Wenn wir überlegen, das Internet der Dinge, das wird bei Prozessen wie der vorausschauenden Wartung, dem Energiemanagement oder eben auch der Logistikoptimierung beispielsweise eine Schlüsselrolle spielen. Und als nächstes wird dann eben auch autonomes Fahren, wieder das Stichwort, voraussichtlich die Automobil- und Industrie profitieren. Wir werden es im Gesundheitssektor erleben. Da gibt es auch einige sehr interessante 5G-Anwendungen jetzt schon oder die zumindest in der Pipeline sind. Es werden definitiv Fernoperationen in Regionen mit ganz schwachem oder gar keinem Festnetz möglich sein, wenn es dort eben ein ausgezeichnetes 5G-Netz gibt. Das ist einfach wirklich, da ist richtig was in Bewegung. Und deswegen sagt man eben auch, dass die 5G-Mobiltechnologie wirklich das Potenzial dazu hat, den Einsatz auch künstlicher Intelligenz in einer Vielzahl von Branchen voranzutreiben. Das ist natürlich für uns Investoren alles super spannend. Es ist noch nicht ganz so einfach, alles zu greifen. Es gibt nicht das 5G-Unternehmen. Das werden wir heute übrigens öfter haben, das Problem, dass es nicht das Unternehmen gibt oder die 5G-Branche. Das wird uns bei KI gleich auch wieder so gehen. Sondern es gibt immer mehrere Branchen, die extrem profitieren, mal mehr, mal weniger. Manche sind früher, manche später. Und deswegen müssen wir uns dem irgendwie versuchen anzunähern. Ich habe heute ausnahmsweise keine Charts mitgebracht, weil es bei den Themen, die wir heute behandeln, auch nicht wirklich den Vorzeigeindex gibt, den ich zeigen würde. Es gibt natürlich Unternehmen, die werde ich auch nennen. Es gibt ETFs, es gibt Fonds, aber dann auch gleich nochmal der Security-Hinweis quasi, der Sicherheitshinweis, der Warnhinweis. Nichts, was ich an Produkten oder Unternehmen nenne, ist natürlich eine Kaufempfehlung, auch keine Verkaufsempfehlung, sondern es geht darum, einfach ein bisschen Ideen zu haben, ein paar Denkhinweise, Anstöße, was man da machen könnte und was ein spannendes Thema eben für langfristige, aber auch für mittel- oder kurzfristige Investoren sein könnte. Ja, wie nähern wir uns 5G? Ich mache es ja meistens so, dass ich mir mal anschaue, was gibt's für ETFs, was gibt's für Fonds und dann reinschaue, was ist denn da drin? Ich habe allerdings auch einiges über das Thema geschrieben, deswegen haben mir auch ein paar Fondsmanager erzählt, was spannend ist und was nicht so sehr. Es sind natürlich auf der einen Seite erstmal die Unternehmen, die das Ganze überhaupt erst möglich machen. Also das sind zum Beispiel Lithium-Bergbauunternehmen, die eben den Rohstoff für E-Auto-Batterien liefern. Es sind natürlich Halbleiterunternehmen. Es sind Unternehmen, die die notwendige Infrastruktur für neue Technologien bereitstellen, also zum Beispiel die 5G-Netze oder andere intelligente Netze. Es gibt aber eben auch viele Unternehmen, für die ist 5G eine Quelle des Umsatzwachstums oder wird es künftig sein. Das ist natürlich vor allem der IT-Sektor. Spannend sind natürlich an erster Stelle auch mal die Halbleiterunternehmen, schon genannt. Da gibt es Qualcomm, Qorvo oder Marvel, die jetzt schon signifikante 5G-Einnahmen haben. Bei anderen kommt das erst. Dann gibt es Unternehmen, die testen die 5G-Netze und die Geräte. Dazu gehören Unternehmen wie Keysight oder National Instruments. Die kann man sich auch mal angucken. Also die verdienen auch schon einiges an 5G und den Zusatzdienstleistungen. Sind aber natürlich keine reinen 5G-Unternehmen. Und das Gleiche gilt natürlich für die Netzwerkausrüster, die Ericssons, Nokias, Huaweis oder Samsungs dieser Welt, die natürlich ganz weit vorne sind bei dem Thema, logisch, und die natürlich definitiv davon auch profitieren werden. Aber dann gibt es natürlich noch Unternehmen, die Sensoren herstellen, Big-Data-Analysen anbieten, Vernetzung oder Mikroprozessoren anbieten. Also das sind dann so Unternehmen wie Silicon Labs, AMS, Sensata, Analog Devices, Ambarella. Also gibt es jede Menge. Und ich kann da einfach nur zu raten, wirklich mal in die Fonds und ETFs reinzugucken, wenn man in Einzelwerte setzen will oder sich dann eben die Fonds und ETFs anzuschauen, was man da findet. Wichtig ist zu wissen, dass 5G noch in den Kinderschuhen steckt. Es gibt Länder wie zum Beispiel die USA oder auch in Asien, die da ist das schon im Einsatz, ein bisschen stärker. Hier kommt es gerade erst. Wie schon gesagt, es ist relativ schwierig, Unternehmen zu finden, die so wirklich
ja, man könnte fast sagen, ausreichendes 5G-Engagement haben, als dass man sie eben wirklich als 5G-Unternehmen bezeichnen könnte. In der Regel hat 5G noch keinen sehr, sehr großen Einfluss auf die Umsatzzuwächse. Aber wie gesagt, steckt in den Kinderschuhen, es geht voran. Und manchmal ist es ja auch spannend, als Investor eben relativ früh dabei zu sein und vielleicht da die neue Amazon zu entdecken oder was auch immer. Ja, ich habe schon einige Player ja genannt. Hier kommen nochmal die großen Top-Positionen, die ich einfach mal aus mehreren Fonds und einem ETF, wie gesagt, keine Empfehlung, rausgesucht habe. iShares Digitalization, da sind witzigerweise so Sachen drin, an die man gar nicht denkt. FedEx, United Parcel, ja, aber die machen natürlich ganz, ganz viel via Digitalisierung und 5G. Square, Spotify, Twitter, also auch so Tech-Konzerne, auf die man eigentlich kommen könnte, aber vielleicht nicht als allererstes. Ja, und wenn ich mir dann die Top-Positionen in ausgewählten Fonds angucke, und da habe ich in mehrere Fonds reingeguckt, es ist wirklich verrückt. Es sind wieder unsere 5 großen Wall-Street-Helden ganz weit vorne dabei. Es sind die asiatischen Top-Player auf dem Gebiet IT dabei oder überhaupt Internet-Digitalisierung. Also es sind wieder die Apples, die Amazons, Tesla, Alibaba, Tencent, LG, Samsung, Alphabet, Microsoft etc. pp. Natürlich auch eine Intel, eine Texas Instruments. Also da sieht man, das sind die alten Bekannten. Viele davon sind an der Börse schon wahnsinnig gut gelaufen, gerade jetzt auch in der Corona-Krise, weil eben alles, was digital ist, was mit Internet zu tun hat, noch läuft und alles andere eher weniger. Muss man auf die Bewertungen schauen. Da ist vieles sicherlich schon sehr, sehr teuer. Aber wir wissen alle, es ist wirklich schwer an der Börse zu sagen, was ist zu teuer und was läuft vielleicht weiter, weil die Diskussion, dass die Big Five an der Wall Street seit Jahren angeblich überbewertet sind, die führen wir ja nun immer wieder und sie steigen weiter. Also deswegen kann man da auch mal schauen, ob man da noch ein Engagement zusätzlich überhaupt braucht oder nicht sowieso schon sehr stark engagiert ist, weil man aus anderen Gründen eben diese Top-Werte schon drin hat im Depot. Ja, es gibt natürlich einige ETFs, es gibt einige aktiv gemanagte Fonds, wer da mal schauen möchte, was es Interessantes gibt. Mir sind auch gefallen von BlackRock Angebote, Fidelity, aber am Ende haben es alle großen Fondshäuser auf dem Schirm, das Thema. Manchmal ist es einfach im Technologiefonds mitverpackt und es gibt da mehrere Schwerpunkte. Aber an 5G kommt eigentlich keiner vorbei. Ja, machen wir weiter mit unserem nächsten Trend, der quasi dazugehört zu unserer Digitalisierung. Das ist natürlich die künstliche Intelligenz. Die ist ganz klar ein Zukunftstrend, aber auf der anderen Seite ist sie auch längst schon da. Das ist irgendwie manchmal witzig, wenn man darüber redet oder auch mit Leuten ins Gespräch kommt, die noch nicht so viel darüber nachgedacht haben, dann denken die an Spielfilme wie den Terminator oder Matrix. Die denken an Computer und Roboter. Den Menschen mal mehr und mal weniger wohlgesonnen. Aber mit Science Fiction hat natürlich künstliche Intelligenz nichts mehr zu tun. Und es ist wirklich so, dass uns KI heute schon in den unterschiedlichsten Formen eigentlich wirklich täglich begegnet. Also wir haben natürlich die Robotik und die automatisierte Fertigung in Fabriken. Da begegnet sie uns persönlich vielleicht nicht, weil wir nicht durch die Fabrik turnen. Aber wir haben natürlich das Auto vor der Tür stehen, was da gefertigt wurde. Wir haben den ganz individuell auf uns zugeschnittenen Turnschuh, wo wir bei jedem kleinen Lederstück die Farbe ausgesucht haben am Fuß. Also das kommt schon in unserem Leben vor. Dann haben wir natürlich maschinelles Lernen. Also wenn ein Algorithmus bestimmte Muster und Gesetzmäßigkeiten erkennt, das ist übrigens auch was Asset Manager immer öfter einsetzen. Also auch die Finanzbranche hat diesen Trend längst erkannt. Eine weitere Form, an die man vielleicht gar nicht so sofort denkt, ist natürlich Spracherkennung. Also die digitalen Assistenten wie Siri oder Alexa, die arbeiten natürlich auch mit KI. Also das haben wir schon deutlich öfter in unserem Leben und es begegnet uns deutlich öfter, als wir im ersten Moment denken. Das ist natürlich die Frage, was ist denn KI eigentlich? Ich habe die einfache Definition mal aufgeschrieben, jetzt sehen Sie es. KI ist ein Computerprogramm, das eigenständig entscheiden und handeln kann.
Und das hat mir mal ein Zukunftsforscher ganz einfach erklärt, für alle die, die sich das nicht so gut im Computer-Slang vorstellen können. Also früher hatte man eine statische Wenn-Dann-Programmierung. Also es wurde ganz klar gesagt, wenn das passiert, tust du das. Und wenn das passiert, tust du das. Hat die Maschine entsprechend reagiert. Und heute gibt es eben diese neuronalen Netze. Und die lernen eben ähnlich wie unser menschliches Gehirn ständig dazu. Und die können dann Muster erkennen und werden dadurch immer schlauer. Und dieser Zukunftsforscher, der heißt Lars Thomsen, ganz toller Mensch, findet man auf LinkedIn. Und der hat mir in einem Interview das Zitat gesagt, wir werden es Mitte der 2020er Jahre, also das ist ja jetzt fast schon in 3 Jahren, 4 Jahren, völlig normal finden, dass wir im Dialog mit unseren Computern reden. Wir werden morgens ins Büro kommen und den Computer fragen, was es zu entscheiden gibt. Er wird uns alles Wichtige zusammenfassen und uns auch sagen, was er für uns bereits erledigt hat. Also das, die lästigen Mails aller, bleibt es bei unserem Mittagessen, wird er wahrscheinlich selber beantwortet haben, weil er im Kalender sieht, ja, natürlich bleibt es dabei. Es wird ganz viele einfache Mails geben, aber auch immer kompliziertere, die er schon abgearbeitet hat, die für uns völlig irrelevant sind oder wo er uns einfach das nur schnell zusammenfasst. Das kann man sich heute gar nicht vorstellen, dass der Computer einfach für uns weiterarbeitet und für uns Entscheidungen trifft. Aber Lars Thomsen sagt, so 2025 ist das durchaus möglich, dass immer mehr Menschen von uns eben mit einem Computer zusammenarbeiten und wir tauschen uns dann wirklich mit dieser künstlichen Intelligenz aus. Ich finde das mega spannend. Ich kann es mir auch noch gar nicht so richtig vorstellen. Aber wenn ich manchmal mein Postfach gucke, würde ich es mir manchmal ehrlich gesagt wünschen. Ja, KI, mega Thema. Die chinesische Regierung hat übrigens schon vor einigen Jahren angekündigt, dass China bis 2013 die führende KI-Macht der Welt sein wird. Da wird investiert ohne Ende. Wir können davon ausgehen, dass die USA dagegen halten werden. Also auch da ein spannender Wettlauf. Und da gibt es einige Unternehmen, die es sich lohnt anzuschauen. Und entsprechend ist eben KI auch ein extrem spannendes Investmentthema. Was wir sehen werden heute im Webinar immer wieder, es kommen uns immer wieder dieselben Unternehmen entgegen. Also wir werden uns immer wieder begegnen, weil eben diese ganz großen Tech-Unternehmen einfach diese ganzen Themen erkannt haben und da unheimlich weit sind und extrem viel forschen und extrem viele Projekte haben. Auch öfter die kleinen eben einfach aufkaufen, die kleinen innovativeren Unternehmen. Deswegen auch hier, ich habe mir wieder die aktiven Fonds angeschaut, was ist drin? Es ist wieder eine Alibaba, Taiwan Semiconductor, Amazon, Microsoft, Tencent, Alphabet, Trade Desk, wieder Nvidia, ich kann es nicht aussprechen, I'm sorry. Und ich habe mir auch nochmal angeschaut, was in einem der wenigen Artificial, das ist ja dann die amerikanische und die englische Variante, Intelligence ETFs drin ist. Da sind dann wieder spannendere, kleinere Geschichten oder Unternehmen drin, wo es sich mal lohnt hinzuschauen. Da ist es eben, wie man hier sieht, auch mal eine Cloudflare, Twilio, iRobot, aber auch welche, die man vielleicht noch nie gehört hat. Dann kommt natürlich auch wieder Tencent, Baidu, klar. Aber da kann man auch mal schauen, ob da vielleicht Unternehmen dabei sind, die einen reizen und wo man ein bisschen weiter recherchieren möchte. Es ist aber auf jeden Fall so, dass mein Blick auf die einzelnen Positionen, die Einzelaktien, eben wirklich auch wieder auffällt, dass es kein ausgewiesenes KI-Unternehmen gibt. Und dass die maßgeblichen Player eben wieder, wie gerade schon gesagt, aus dem Bereich der Plattformökonomien kommen. Das sind also die großen Online-Suchmaschinen. Klar, da ist KI natürlich sehr wichtig. Es sind Social-Media-Dienstleister. Es sind Internet-Händler, die da natürlich auch sehr stark drauf setzen. Es sind leider immer wieder dieselben Player. Man muss da wirklich als Investor sehr stark suchen, um mal was anderes zu finden und vielleicht ja sogar mit ein bisschen Glück die Alphabet, Amazon oder Tencent der nächsten 10, 15 Jahre erwischt. Das wäre natürlich super. Neben den eben genannten Plattformökonomieunternehmen kommen natürlich wieder die global agierenden Tech-Konzerne aus der Halbleiter- und Softwarebranche dazu, Cloud-Anbieter, Grafikkartenhersteller, Gesundheitsunternehmen, Autokonzerne und deren Zulieferer und die halt in verschiedenen Maße entweder als Entwickler, Nutzer oder eben Ausrüster von und für KI-Technologien von diesem Megatrend profitieren dürften. Viele dieser Unternehmen kommen aus den USA. China holt auf, eben auch, weil die Regierung das pusht und da wirklich massiv investiert wird.
aber noch spielt die Musik da doch im Silicon Valley. Kommen wir zu unserem nächsten quasi Trend, der auf diesen Megatrend Digitalisierung einzahlt, Robotik und Automatisierung. Es ist natürlich so, dass schon lange Roboter in der Fertigung eingesetzt werden. Das waren aber früher eben wirklich ganz einfache Handgriffe, einfache Tätigkeiten. Also immer die gleiche, weiß ich nicht, Radkappe auf den Reifen gesetzt, immer das gleiche Türschloss montiert. Und die Zeiten sind eigentlich wirklich vorbei. Diese doch recht automatisierten Helfer sind längst durch neue Maschinen abgelöst worden. Und die sind eben wirkliche Partner menschlicher Kollegen oder entwickeln sich zumindest immer mehr dazu. Und das finde ich halt wirklich auch sehr spannend, wie da unsere Arbeitswelt oder die Arbeitswelt von vielen sich so nach und nach eben verändert. Also es passiert auch in der Fabrik, da wahrscheinlich noch früher als bei uns im Büro. Sehr spannend. Automatisierung ist natürlich kein neuer Trend. Ich habe da mal Zahlen von japanischen Unternehmen mitgebracht. Die investieren ja schon seit den 1990er Jahren massiv in Roboter. Und da gibt es so eine Vergleichszahl. Die Anzahl der Roboter pro 10.000 Arbeiter ist mittlerweile von rund 50 auf etwa 300 gestiegen. Also früher haben 10.000 Arbeiter mit 50 Robotern zusammengearbeitet. Heute tun sie das mit 300. Und Japan ist damit das am stärksten automatisierte Land, die am stärksten automatisierte Volkswirtschaft der Welt. Es gibt natürlich wie immer auch globale Zahlen. Weltweit arbeiteten 2009 etwa 1 Million Roboter in den Fabriken. In diesem Jahr dürften es schon 3 Millionen sein. Und Analysten schätzen, dass Roboter ihren Anteil an der Produktion von eben heute weltweit 10% bis 2025 auf 25% steigern dürfte. Ich meine, das ist ein Viertel, das ist schon heftig. Und klar, es ist da noch vieles in der Entwicklung, aber Fakt ist eben auch, dass es die Fortschritte auf den Gebieten KI, Robotik und natürlich dem Internet der Dinge die Automatisierung der Industrie weiter vorantreiben wird und weiter beschleunigen wird. Und da verbindet sich eben die Produktion mit modernen Informations- und Kommunikationstechniken. Daten werden aktiv genutzt. Die Massenfertigung wird völlig individualisiert. Ich habe gerade das bisschen blöde, sorry, Beispiel mit den Turnschuhen genannt, aber denken wir an ein Auto etc. pp. Das ist ja heute wirklich der absolute Wahnsinn, was da jetzt schon möglich ist, und es wird immer mehr. Es gibt es gibt Branchen, die sind automatisierter als andere, wie immer bei solchen Trends. Vor allem die Hersteller von Lebensmitteln und Haushaltsprodukten sind da extrem weit. Natürlich auch Hersteller von Halbleitern und Elektronik setzen zunehmend auf Automatisierung. Und natürlich ist der Trend auch im Handel angekommen. Es gibt Amazon-Fabriken, teilweise so Modellversuche, die komplett von Robotik, von Robotern quasi betrieben werden, die komplett auf Robotik und Automatisierung setzen. Und auch eben die Lagerhaltung wird so intelligent gesteuert. Das ist schon wirklich spannend. Und was ich klasse finde, endlich, man sagt ja immer, die Deutschen verschlafen so ein bisschen die Trends dieser Zeit. Wir ruhen uns auf unseren alten, ja, Made in Germany Dingen aus, unserer alten Ingenieurskunst. Aber hier sind wir auch ziemlich stark. Mal drei Beispiele. SAP, gut, die haben jetzt gerade mit ihren Zahlen gepatzt, aber eigentlich ein gut aufgestelltes Unternehmen. Also SAP etwa stellt hochflexible Datenbanken für den neuen Datenverkehr in der Cloud her. Jungheinrich baut autonome Fahrzeuge für den Fabrikverkehr. Und Kuba schafft Roboterarme. Das sind nur drei Beispiele, davon gibt es noch jede Menge andere. Also wir sehen, auch in Deutschland geht mal was, wenn es um Trends und Modernisierung geht. Ja, ich habe es vorhin schon gesagt, das ist diese neue Generation von Robotern. Die werden immer intelligenter. Die optimieren sich übrigens auch selbst. Und die koordinieren auch Fertigungsprozesse selbstständig. Und das ist eben wirklich diese Smart Factory. Und die kommt teilweise schon und wird es immer mehr ohne menschliche Hilfe aus. Da wird natürlich, es wäre jetzt ein Thema für ein Extra-Webinar, immer wieder Angst geschürt, was passiert mit den Arbeitsplätzen. Aber wie bei allen bisherigen industriellen Revolutionen hat sich ja dann immer wieder andere Arbeit gefunden und die Leute haben nicht alle auf der Straße gestanden.
Also wir sehen auf jeden Fall, dass diese Industrie 4.0, von der man ja auch spricht, wirklich läuft und dass das auch ein super spannendes Thema ist. Und was eben auch natürlich so ist, dass die Wirtschaft da vor einem gigantischen Finanzierungsbedarf steht, weil diese innovativen Technologien müssen ja überhaupt realisiert werden. Und da natürlich Fabriken auch so sehr viel effizienter laufen, will man ja auch nicht von der Konkurrenz abgehängt werden. Also irgendwann muss man ran an das Thema. Ich habe auch da mal ein paar Zahlen mir angeguckt. PwC beispielsweise, die Beratungsgesellschaft, prognostiziert, dass allein in Deutschland die Investitionen in den kommenden Jahren jährlich 40 Milliarden Euro betragen werden. Aber eben auch das Wachstumspotenzial groß ist. Das Wachstumspotenzial durch Industrie 4.0 wird nämlich bis 2025 auf 200 bis 425 Milliarden Euro beziffert. Das ist jetzt eine sehr schwammige Zahl mit einer relativ großen Range, aber da sieht man eben auch, also 40 Milliarden investieren, 200 bis 425 Milliarden Wachstumspotenzial, das hört sich doch ganz gut an. Dann gibt es eine Studie der Bank of America Merrill Lynch, die schätzt das Potenzial für eine zusätzliche Wertschöpfung allein durch intelligentere Roboter weltweit auf bis zu 1 Billion Euro bis 2025 ein. Und McKinsey & Company prognostiziert, dass die Weltwirtschaft durch zunehmende Automatisierung bis 2065 um jährlich 0,8 bis 1,4% stärker zulegen könnte. Und ich würde mal sagen, das sollte sich doch auch für Anleger lohnen, wenn man da halbwegs die richtigen Werte, die richtigen Unternehmen findet. Ja, aber auf welche Branchen sollte ich setzen? Welche sind da spannend für mich als Anleger? Es gibt den ein oder anderen Fonds, zum Beispiel von PT, es gibt aber auch einen von Credit Suisse, es gibt einen von Cambrium. Also eigentlich gibt es jede Menge Fonds, die da schon sehr speziell drauf setzen, ebenso wie auch Themen-ETFs. Ich habe wieder geschaut, was ist drin. Das sind leider wieder unsere alten Bekannten oder auch viele davon, aber nicht nur. Hier taucht ja zum Beispiel auch eine Siemens auf, aber eben wieder eine Intel, wieder eine Alphabet und so weiter. Aber eben auch ein paar Unternehmen zum Beispiel, die ich noch nie gehört habe, KLA, Nidec, keine Ahnung. Also das sind auch ein paar dabei, wo ich jetzt Google anschmeißen würde. Genauso übrigens auch in dem iShares Automation und Robotics. Da ist eine Snap drin, wieder Nidec, Nvidia, Qualcomm natürlich, Advanced Micro, Apple. Da kommen auch wieder die wir natürlich schon kennen, aber eben auch einige, die wir noch nicht kennen. Und ich könnte mir vorstellen, dass es sich da auch mal lohnt, näher hinzugucken, wenn man eben nicht immer nur die Big Five im Depot haben möchte und die vor allen Dingen auch so extrem gut gelaufenen, die so teuer sind, sondern vielleicht auch mal ein bisschen was anderes ausprobieren will, mal ein bisschen, ich will jetzt beinahe gesagt zocken, aber vielleicht mal ein bisschen riskanter an das Thema ranzugehen und zu sagen, ich habe hier ein bisschen Spielgeld, ich habe ein bisschen Budget, was ich da vielleicht mal ins Feuer stelle und mal schaue, was draus wird und ob es sich lohnt. Und ja, es wäre natürlich von Robotik und Automatisierung vor allem erstmal Unternehmen aus der Technologie profitieren, weil das sind ja die, die es überhaupt erst möglich machen. Das ist klar, das sehen wir auch an den Beispielen hier. Es sind natürlich Hardware-Unternehmen, es sind Software-Unternehmen, aber es sind eben auch die Nutzer von Industrie 4.0-Anwendungen und da sind wir dann zum Beispiel auch bei der Siemens. Also es sind natürlich viele Unternehmen einfach, die extrem davon profitieren werden, dass sie ihre Rubriken umstellen, dass sie Automatisierungsprozesse beschleunigen. Und da werden sie wahrscheinlich schon deutlich mehr verdienen, besser verdienen, ihre Renditen hochfahren. Und das ist natürlich eine feine Sache. Aber wie bei den ganzen Megatrends, wir wissen natürlich nie, wer wird sich am Ende durchsetzen. Sind es vielleicht wirklich wieder nur die Big Five, Big Ten, die alles andere sich einverleiben, vielleicht aber auch nicht. Deswegen, man muss da als Anleger genau hingucken und ich würde sowas immer nur beimischen und nicht zu stark auf einzelne Trends setzen, wobei man eigentlich sagen kann, genauso wie schon bei der Gesundheit, ist es eigentlich auch bei der Digitalisierung so, es ist ein solcher Megatrend, man kann eigentlich fast nichts falsch machen. Das Falscheste, was man machen könnte, ist nicht darauf zu setzen. Aber wir wissen es alle als Anleger, keine Chance ohne Risiko. Und das Risiko der Digitalisierung an sich ist natürlich die Datensicherheit
Cyber Security. Und deswegen habe ich auch diesen Trend heute Abend mitgebracht, weil ich glaube, das ist was, wo man sich wirklich Gedanken drüber machen muss. Es passieren heute Cyberangriffe wirklich im Sekundentakt. Soll ja jetzt sogar das Robert-Koch-Institut gehackt worden sein, weshalb es jetzt einmal die Corona-Zahlen viel zu spät gab. Also auch da kann es passieren. Also im Sekundentakt wird gehackt, gibt es Cyberangriffe. Und die Schäden gehen weltweit in die hunderte Milliarden. Und dagegen muss sich natürlich die Wirtschaft wehren. Dagegen muss man sich auch als Privatperson wappnen. Weil es geht ja nicht nur darum, dass vielleicht irgendein geheimer Vertrag geklaut wird. Es geht ja nicht nur darum, dass meine Bilder vielleicht im Netz erscheinen, die da nicht hingehören. Es geht ja im Zweifel auch um wirkliche Sicherheitslücken. Es geht darum, dass vielleicht Dokumente verändert werden. Gerade wenn wir dran denken, autonomes Fahren. Man möchte sich gar nicht vorstellen, was passiert, wenn da der falsche Server gehackt wird und auf einmal alle Autos zusammenknallen. Es hört sich ein bisschen nach Science Fiction an, aber so weit weg ist das im Zweifel dann gar nicht. Also man muss ganz klar sagen, dass diese zunehmende Digitalisierung mit allem, was dazu gehört, 5G, KI, alles, worüber wir jetzt schon gesprochen haben, da steigen natürlich auch die Risiken vor Internetkriminalität oder durch Internetkriminalität. Und deswegen haben natürlich auf Cybersecurity spezialisierte Unternehmen wahnsinnig gute Wachstumsaussichten. Und davon können wir natürlich auch als Investoren profitieren. Ich fand eine Zahl aus den USA ganz spannend. Da gab es im Jahr 2005, also vor 15 Jahren, nur in Anführungsstrichen, 157 Millionen Hackerangriffe. Also 2005, vor 15 Jahren, 157 Millionen Hackerangriffe. 12 Jahre später, das war also dann 2017, waren es mehr als 1,5 Milliarden. Also fast verzehnfacht. Da sieht man eben wirklich, wovon man spricht. Und das sind kleinere und das sind größere. Und mal ist der Schaden eben auch größer oder kleiner. Aber es ist einfach so, dass da natürlich die Tendenz steigt. Und es ist leider auch eine Zahl von 2017. Da war der Schaden, der verursacht wurde weltweit, der belief sich auf 600 Milliarden Dollar. Und das war 0,8% des globalen Bruttoinlandsprodukts und Tendenz steigend. Also das ist wirklich ein Risiko, dem man Herr werden muss, wo man gegensteuern muss als Unternehmen. Es geht ja auch um Prestige, um den guten Ruf. Also es geht ja nicht nur um den, in Anführungsstrichen, finanziellen Schaden. Es geht ja auch um sehr viel mehr. Und da wundert es natürlich nicht, dass die Ausgaben stark steigen. Das Research-Unternehmen Global Market Insights prognostiziert für 2024 ein Marktvolumen von mehr als 300 Milliarden Dollar. Und das ist eine mehr als Verdopplung gegenüber heute. Also Verdopplung innerhalb von 3-4 Jahren, das ist schon wirklich stark. Und das Gute für uns Investoren, das ist ein bisschen wie bei unserem Megatrend Gesundheit für alle, die dabei waren, da hatten wir das, oder nicht dabei waren vielmehr, das war ja auch so ein absolut total antizyklisch und krisensicheres Feld, eine krisensichere Branche. Und das ist natürlich bei Cybersecurity genauso. Die Umsätze wachsen erstens überproportional, was eben auch an der Digitalisierung der Fortschreitenden liegt. Aber gleichzeitig sind halt die Margen ganz, ganz wenig zyklisch. Also es ist auch eigentlich eine antizyklische Branche. Die sind absolut konjunkturunabhängig. Die brauchen wir auch, wenn es konjunkturell nicht gut läuft. Und das sind natürlich so die Stories, die wir als Anleger eben auch lieben. Und die andere Seite der Medaille, natürlich sind dann die Aktien, die großen Player an der Börse schon ziemlich hoch bewertet. Aber ich glaube, sie haben weitere Chancen. Muss man sich eben auch wieder angucken, was man sich da so ins Depot laden will. Es gibt natürlich die Schwergewichte, an die jeder direkt denkt, Palo Alto Networks oder Cisco Systems. Aber es gibt eben auch jede Menge kleinere Wettbewerber, die man sich anschauen kann. Also man kann entweder eben wirklich auch direkt in Aktien von Unternehmen, die Software und Hardware bieten, investieren, weil die haben eigentlich alle auch Cybersecurity eben. Oder eben die da speziell darauf spezialisiert sind, eben auch wirklich Datenschutz für Unternehmen zu bieten. Und das kann man natürlich wieder machen, wie bei allen Themen, über Einzelaktien, aber was natürlich viel spannender ist, aber natürlich auch über die eher langweiligen ETFs oder aktiv gemanagte Fonds.
Da gibt es das ein oder andere. Es ist leider wieder ein Produkt von iShares, was ich mitgebracht habe. Wie gesagt, keine Empfehlung, aber die sind da einfach super aufgestellt mit diesen Themenfonds. Und da sehen wir wieder, ups, da haben wir ja wieder mal Unternehmen, die wir noch nicht 5-mal gehört haben heute Abend. Also da gibt es eben diese vielen kleineren Wettbewerber, wo es vielleicht lohnt, sich die mal näher anzuschauen und zu gucken, worauf die spezialisiert sind, wie stark die wachsen, vielleicht mehr als in Cisco Systems. Da kann man sich also wirklich auch nochmal ein bisschen umtreiben. Es gibt natürlich auch Technologiefonds, die sich damit beschäftigen. Allerdings ist das Thema da eben wirklich sehr speziell, Cybersecurity. Das sind nicht so viele. PT bietet da wieder einen an. Die meisten Fonds setzen aber oder ein bisschen breiter das Thema auf das Thema Digitalisierung und Cybersecurity ist dann vielleicht ein Schwerpunkt, aber eben nicht so ausgewiesen ein Thema, dass man da wirklich einen extra Fonds draus macht. Ich denke, wenn man sich dieses Thema insgesamt anguckt, Cybersecurity oder überhaupt Digitalisierung, hat man halt diese Schwerpunkte, die ich heute Abend alle vorgestellt habe und kann gucken, wo man da am meisten Musik erwartet, was man am spannendsten findet. Wir merken aber auch wieder, dass diese ganzen Megatrends miteinander verknüpft sind, also KI wieder mit der Gesundheit, das autonome Fahren, auch wieder KI natürlich, dann auch wieder verknüpft. Also es ist vielleicht auch manchmal ein Thema, um eben wirklich auf die Großen zu setzen, die da überall aktiv sind. Aber man kann da eben auch wirklich so ein bisschen Pfeffer ins Depot bringen, indem man sich wirklich diese kleinen Player anschaut, was natürlich viel spannender ist. Aber das Risiko steigt natürlich auch entsprechend. Aber man sagt ja auch immer so schön, no risk, no fun. Und an der Börse gibt es ja bekanntlich keine Chance ohne Risiko. Und je größer die Chance, desto größer das Risiko. Also ich würde es mal machen. Ich habe mir jetzt auch vorgenommen, mir das ein oder andere Unternehmen mal näher anzugucken, über das ich gestolpert bin. Und ja, ich bin schon wieder fast am Ende. Wir haben auf jeden Fall schon mal den Programmhinweis fürs nächste Mal. Am 25. November sehen wir uns und hören uns wieder. Das ist dann die Organisierung und Infrastruktur. Auch super spannend, obwohl total vorhersehbar. Und ich würde jetzt sagen, Feuer frei für ganz, ganz viele Fragen, Anregungen, Kommentare. Bitteschön. Ganz genau, da schlage ich doch direkt dieselbe Kerbe und genau, bitte Sie auch nochmal um weitere Fragen rund um das Thema. Jetzt haben wir ja ganz viel gehört mit Fach-ETFs und auch kleineren Firmen, natürlich auch den großen Blue Chips und Playern im Markt und da bin ich auch mal gespannt auf die Fragen. ETFs war ganz spannend, fand ehrlich gesagt, bin ja ein großer Fan von ETF-Anlage, weil ich eigentlich ehrlich gesagt immer zu faul bin, mir Einzelwerte auszusuchen und mich dafür zu entscheiden. Und was mich da wirklich erstaunt hat, dass da eben wirklich diese kleinen, unbekannteren Firmen relativ hochgewichtet waren und die Apples und Alphabets und Amazons ein bisschen weniger stark, da scheinen die aktiven Fondsmanager scheinbar nicht so viel Mut zu haben. Oder sie wissen vielleicht auch besser, keine Ahnung, aber das hat mich ein bisschen überrascht. Also ich hätte auch gedacht, ich mache die ETFs auf und dann ist es total langweilig, war es aber nicht. Das ist auf jeden Fall sehr interessant, aber mal eine schöne Abwechslung, nachdem wir jetzt ja mit dem Nasdaq und den Big Five quasi ein Dauerthema hatten. Ja. Also, hier kommt dann auch schon eine Frage rein und zwar, ja, was heißt denn beimischen in dem Fall? Wären das eben zum Ausprobieren 5% pro Jahr oder 10% oder eine ganz andere Zahl, die da als Beimischung sozusagen sich eignen bei diesen Themen? Also erstmal grundsätzlich ist natürlich so, dass das immer auf die eigene, das kennen wir alle, auf die eigene Risikoneigung, auf die eigene Strategie, das eigene Profil und so weiter ankommt. Natürlich, ne? Wer nicht ins Risiko gehen will, muss da so ein bisschen vorsichtig sein. Aber ich würde jetzt mal sagen, bei einem ausgewogenen Anleger, der ansonsten relativ gut gestreut investiert hat, da kann man schon, weil es ist einfach ein großes Megathema, da kann man schon sagen, dass man da vielleicht nochmal 5 oder 10% beimischt. Keine Frage, das ist eine ganz gute Hausnummer, finde ich. Aber unbedingt bitte vorher das Depot nochmal genau angucken. Gerade wenn da viele Fonds und ETFs drin sind, bitte mal kurz auf die Factsheets gucken, wie viel Technologie hat man schon im Depot. Weil ich habe immer dieses Beispiel in auch anderen Seminaren genannt, der DAX 30 wertet noch, da ist SAP mit 10% gewichtet. Also wenn DAX ETF hat, hat 10% mit dieser Position in SAP gepackt. Und wenn ich in S&P 500 habe, machen, glaube ich, die 5 Big Five etwas über 20, glaube ich, sind 22% aus. Da hat man schon sehr viel IT.
und Digitalisierung, dass man einmal kurz drauf guckt, bevor man 10% noch dazu lädt und dann sich auf einmal wundert, warum man beim nächsten Nasdaq-Rücksetzer überproportional viel verliert. Ja, das ist auf jeden Fall eine gute Idee, dass man da eben die verschiedenen Asset-Klassen auch ausnutzt. Mhm. Ansonsten war das scheinbar alles sehr, sehr gut erklärt. Genau, sozusagen. Und dann kommt jetzt nochmal eine Frage. Und zwar, ich habe heute neue ETF-Vorschläge bekommen. Lieben Dank dafür. Wie finde ich gute, / tolle, spannende, lohnenswerte ETFs, die man sich anschauen sollte? Außer bei iShares, Klammer zu. Ja, also die kommen da leider immer, weil die sind da echt stark bei dem Thema mit den Themen ETFs. Ich nutze, es hat ja jeder Broker eine gute ETF-Suche, man findet sie eigentlich überall. Ich nutze ehrlich gesagt für meine Erstrecherche immer die ETF-Suche auf börse-frankfurt.de, weil da hat man die Möglichkeit, einmal nach Branchen zu suchen. Da würde ich dann, da wird es wahrscheinlich dann IT, ich glaube, Digitalisierung ist ja keine Branche, das wäre dann das Thema wiederum. Und dann haben sie auch noch die Möglichkeit, nach Themen zu suchen. Und da gibt es Digitalisierung, da gibt es künstliche Intelligenz. Und da kann man immer, ich würde mir immer beides angucken. Wir hatten das letzte Mal mit der Ernährung, dass es Ernährung als Thema nicht gab. Ich aber bei der Branche Konsum auf einmal über so ein ganz, ganz neues ETF gestolpert bin. Also immer da mal beides anschauen. Es ist ja auch relativ überschaubar, was da an Treffern kommt. Man sucht ja nicht nach dem MSCI World. Und das mache ich immer als erstes und dann schaue ich eben auf den Websites der entsprechenden Anbieter mir die Factsheets genauer an. Aber da hat man eine schnelle Auswahl und kann einfach sich mal ein bisschen durchklicken und ein bisschen schauen. Viele sind auch relativ neu, auch ein Grund, warum ich heute keine Charts mitgebracht habe. Viele gibt es erst ein Jahr und das finde ich in Zeiten von Corona wenig aussagefähig, wenn ich da einen Chart an die Wand schmeiße, weil der Crash und wieder hoch, das ist ja einfach, da sehen ja alle Charts eigentlich gleich aus. Ja, ganz genau. Das ja, man sieht bei den Chartbildern da teilweise schon starke Zusammenhänge. Und jetzt wird aus dem V gerade ein W, wenn wir Pech haben. Okay. Ja, ja. Ich drück mal die Daumen, dass sich da ja die Zuhörerschaft richtig positioniert hat oder positioniert. Und dann kommen hier noch ein paar Punkte. Und zwar interessant ist doch die Tatsache, dass diese Trends teils ineinander greifen. So könnte quasi also das Thema Digitalisierung und auch das Thema Gesundheit für Überschneidung sorgen, dass man da in ein und dieselbe Firma investiert. Das heißt, man hätte da direkt zwei Megatrends abgebildet und das könnte doch eigentlich auch die Sicherheit erhöhen für einen. Ja, auf jeden Fall. Wir sind dann natürlich dann wieder, das war, was ich schon meinte, mit den Big Five, ne, oder Big Ten sind es dann vielleicht jetzt hier bei der Digitalisierung. Die sind natürlich, tummeln sich auf allen Feldern, ja. Und ich finde eben auch, man kann diese Megatrends wunderbar kombinieren. Es gibt übrigens auch einige aktiv gemanagte Fonds, die das sogar tun. Die heißt dann irgendwie Zukunftstrendsfonds, weiß der Geier, wie die heißen. Also da findet man aber auch über die Suchen was. Aber das ist wirklich so, die greifen ineinander. Ich hatte ja gerade das Beispiel auch mit KI und autonomes Fahren. Das greift natürlich total ineinander. Wenn wir 5G auf einmal am anderen Ende der Welt, wo es eigentlich keine Telefonleitung gibt, aber eben starkes Netz, 5G, da eben so eine OP durchführen können, so eine Fern-OP, quasi Ferndiagnose, das ist natürlich mega und das greift extrem ineinander, auf jeden Fall. So, als nächsten Punkt, würden Sie bei Einzelwerten eher auf fokussierte oder auf diversifizierte Produktpaletten achten oder teilweise auch auf die Firma mit dem Research, die eben das Research betreibt? Also ich finde, das ist immer ein bisschen schwierig, das kommt zu beantworten, sowas, weil es kommt natürlich auch auf meine Risikoneigung an. Ich denke, wenn man jetzt wieder von unserer 5-10%igen Beimischung ausgeht und setzt dabei auf die großen Tech-Konzerne, Klammer auf, wenn man davon nicht sowieso schon zu viel im Depot hat, Klammer zu, dann ist das eine relativ sichere Sache, weil die eben an vielen verschiedenen Geschäftsbereichen, bei vielen verschiedenen Megatrends aktiv sind und weit vorne sind.
Spannender ist es aber natürlich, auf die jungen Wilden zu setzen, die jetzt erst hochkommen, die jetzt erst anfangen oder die auch sehr spezialisiert sind. Wir sehen es in Deutschland. Der MDAX läuft ja seit Jahren besser als der DAX. Warum ist das so? Weil da eben ganz viele Mittelständler mit einem viel engeren Geschäftsmodell unterwegs sind, die teilweise Hidden Champions sind. Weltmarktführer sogar, die man gar nicht so kennt, aber die es trotzdem sind und die sind sehr stabil und laufen super. Wenn man natürlich einen künftigen Weltmarktführer unter diesen jungen, wilden Unternehmen ausmachen könnte, viel Spaß beim Research dann übrigens, das wäre natürlich super. Also es ist wieder dieses Spiel mit Chance und Risiko. Die Chancen sind natürlich deutlich größer, wenn man auf die Unbekannteren, auf die Kleineren setzt, die Risiken deutlich höher. Jawohl, das ist ja auch schon abgebildet in der Portfoliotheorie. Markowitz hat ja sicherlich der ein oder andere schon mal gehört. Dann, last but not least, kommt die Frage, macht es Sinn, parallel in iShares und Luxor ETFs zu investieren, wenn die Hauptwerte, die Kernwerte sich nicht überschneiden? Natürlich. Also ich glaube, welches Haus das ist, welcher Emittent vom ETF, ist ja relativ egal. Es ist ja geschütztes Sondervermögen. Das heißt, wenn so ein Laden, das ich nicht glaube, mal in Schieflage geraten würde, dann ist ja mein Geld geschützt auf einem Sonderkonto. Also das ist genauso wie bei aktiv gemanagten Fonds. Und klar kann man da auch mehrere von den ETFs kombinieren, aber da würde ich eben genau, was in der Frage ja schon drin steckt, unbedingt darauf achten, sehr richtig, dass die nicht mehr oder weniger dasselbe drin haben, weil man dann sich dann doch wieder so ein Klumpenrisiko ansammelt. Aber klar, wenn man verschiedene ETFs da sieht, die einen ganz verschiedenen Schwerpunkt haben, aber trotzdem beide Robotik machen, kann man das natürlich tun, klar. Und da die Frage von einer Nutzerin kam, nochmal der ganz kurze Hinweis. Die Bücher sind hier eingeblendet, damit sie sich kein Millionär angeln muss und natürlich auch einfach erfolgreich anlegen. Das sind also die beiden eingeblendeten Bücher hier nochmals. Und ansonsten sind alle Fragen soweit zur vollsten Zufriedenheit beantwortet. Genau. Erstmal vielen, vielen lieben Dank für den sehr interessanten Vortrag. Und dann wünsche ich von der Stelle hier schon mal einen recht schönen Abend. Danke gleichfalls und ich hoffe, wir sehen uns in einem Monat wieder. Besten Dank, bis dahin. Ciao. Bis dahin. Tschüss.